Stellt euch vor, ihr wärt Hände. Jeder von euch ist ein Finger und ohne die anderen seid ihr hilflos. Ein Finger allein kann nicht greifen oder hantieren oder eine Faust bilden. Alleine seid ihr nichts, aber zusammen seid ihr alles. Kommandoausbilder Sergeant Kalsgirata. Damen schritt rasch voran und erklomm einen Kilometer weiter südlich einen mit Bäumen bewachsenen Hang. Er hatte vor, die letzten Stunden Tageslicht in einem sorgfältig bereiteten Versteck zu verbringen, am höchsten Aussichtspunkt, den er knapp unter der Kuppe finden konnte. Er konzentrierte sich darauf, aus den Leinen des Fallschirms ein grobes Netz zu fertigen. So blieb er beschäftigt und wachsam. Er hatte seit beinahe 40 Standardstunden nicht mehr geschlafen und Erschöpfung machte einen nachlässiger und unkonzentrierter als Alkohol. Als er damit fertig war, die Leinen zu kleinen Quadraten zusammenzuknoten, flocht er Gras, Blätter und Zweige zwischen die Knoten. Nach kurzer Inspektion kam er zu dem Schluss, dass es ein ziemlich gutes Tarnnetz abgab. Und natürlich observierte er weiterhin die Umgebung. Kilura war umwerfend. Es war so lebendig und anders, eine Sinfonie aus Gerüchen und Farben, Formen und Geräuschen. Jetzt, da seine ursprünglich hämmernde Furcht eine allgemeine Nervosität gewichen war, begann er, das alles in sich aufzunehmen. Es waren die steten Geräusche der Natur, die ihm am meisten Sorge bereiteten. Um ihn herum krochen, flogen und summten allerlei Kreaturen. Gelegentlich kreischte irgendwo ein Tier auf und verstummte wieder. Inzwischen hatte er bereits zweimal etwas Größeres in den Büschen herumstreifen gehört. Abgesehen von der intensiven Erfahrung von Geonosis bestanden Damens einzige Umwelteindrücke aus den eleganten, aber isolierten Pfahlstätten von Kamino und den endlosen, aufgepeitschten Ozeanen um sie herum. Die sauberen, rationellen Klassenzimmer und Kasernen, in denen er die 10 Jahre vom Fertigkind bis zum perfekten Soldaten verbracht hatte, waren reizlos und nur auf Effizienz ausgelegt gewesen. Sein Training in der Wüste, den Bergen und im Dschungel war ausschließlich künstlich gewesen. Holoprojektionen, Simulatoren. Die weiten roten Wüsten von Geonosis waren viel trockener und um so vieles prächtiger gewesen als die Vorstellungskraft seiner Ausbilder. Und jetzt boten Kiluras Felder und Wälder eine Vielfalt, die keine dreidimensionale Holoprojektion hätte darstellen können. Dennoch war es offenes Gelände. Ein Terrain, das es ihm erschwerte, sich unbemerkt zu bewegen. Konzentrier dich, sagte er sich, sammle Infos, mach das Beste aus diesem auferzwungenen Stillstand. Mittagessen wäre jetzt genau das Richtige gewesen, ein anständiges Mittagessen. Er kaute auf einem Würfel konzentrierter Trockenration und erinnerte sich daran, dass sein ständiger Hunger nicht echt war. Er war nur müde. Er hatte die korrekte Menge Nährstoffe zu sich genommen, um seinen Bedarf zu decken. Und wenn er jetzt dem Drang noch mehr zu essen nachgab, würde ihm der Vorrat ausgehen. Die Menge in seinem Pack reichte genau eine Woche. Dazu hatte er noch eine Notration für 2 Tage in seinem Gürtel. Der Gürtel war das einzige, das er neben seinem Gewehr mit sich nehmen würde, falls er einen allerletzten Fluchtversuch ohne seinen 40-Kilo-Pack starten müsste. Unter ihm zogen Farmtransporter über einen schmalen Weg, alle in dieselbe Richtung und mit viereckigen Tanks beladen, die Sicherheitssiegel trugen. Bark. Damen hatte noch nie davon gekostet, aber er konnte es sogar von hier oben riechen. Der abscheulich rezente, beinahe pilzartige Geruch raubte ihm für eine Weile den Appetit. Wenn er seine Holokarte richtig ausgerichtet hatte, zogen die Transporter alle in die Richtung des ortsansässigen Lagers in Teglet. Er drehte das Bild in diese Richtung und hielt die Karte vor die Landschaft. Ja, jetzt war er sich ziemlich sicher, wo er war. Er befand sich 10 Klicks östlich von einer kleinen Stadt namens Ibrani, ca. 40 Klicks von RV. Beta und ziemlich genau 40 Klicks östlich von RV. Gamma. Sie hatten RV-Punkte entlang der Flugroute gewählt, denn die Separatisten würden wohl annehmen, dass sie sich verteilen und nicht zurückgehen würden. Zwischen den RV-Punkten Alpha und Beta lag ein Streifen Waldland. Ideal, um sich bei Tag unbemerkt zu bewegen. Wenn der Rest seiner Schwadron sicher gelandet und nicht in Verzug war, würden sie sich auf dem Weg zum Beta-Punkt machen.
Die Sache wurde wieder übersichtlich. Er musste es nur bis zum RV Gamma schaffen und auf seine Schwadron warten. Und wenn sie es nicht geschafft hatten, musste er die Mission neu überdenken. Dieser Gedanke rief ein Gefühl der Einsamkeit in ihm hervor. Alleine seid ihr nichts, aber zusammen seid ihr alles. Er war dazu erzogen worden, als Teil einer Vierergruppe zu denken, zu handeln, ja sogar zu atmen. Alles andere war ihm fremd. Aber Arks operieren doch immer allein, oder? Er dachte eine Weile darüber nach und kämpfte gegen die Schläfrigkeit an. Dann raschelte plötzlich das Laub hinter ihm und er drehte sich um und scannte mit seinem Infrarotfilter die Umgebung. Ganz kurz sah er die verschwommene Bewegung eines Tieres, aber es flüchtete gleich wieder. Seine Datenbank verriet ihm, dass es auf Kilura keine größeren Raubtiere gab. Was immer es also war, es konnte kaum lästiger sein als die Gedans. Jedenfalls, solange er seine Rüstung trug. Darmen verharrte einen Moment regungslos, dann war das Tier verschwunden. Er drehte sich wieder um und konzentrierte sich erneut auf die Straße und die umgebenden Felder, ständig im Kampf gegen die Müdigkeit. Finger weg von den Aufputschern. Nein, er würde sein Medipack jetzt nicht für einen schnellen Kick hervorholen. Noch nicht. Er würde sich den begrenzten Vorrat aufheben. Für später, wenn es richtig heiß werden würde. Und das würde es garantiert. Dann änderte sich etwas in seinem Blickfeld. Das eingefrorene Bild war zu Leben erwacht. Er ließ den Zoomfilter hinunter, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, und was er sah, ließ ihn sofort wieder auf normale Sicht schalten und durch das Zielfernrohr seines Gewehrs starren. Eine dünne Rauchfahne stieg über einer Ansammlung von Holzhütten empor und verdichtete sich schnell zu einer Dunstglocke. Das war nicht der Rauch von Kamin- oder Ofenfeuern, er sah Flammen, feurige Zungen aus Gelb und Rot, die Gebäude, von der Bauart her Scheunen, brannten. Eine Gruppe von Leuten in schäbigen Klamotten wimmelte umher und versuchte planlos und in Panik Gegenstände vor den Flammen zu retten. Eine andere Gruppe, Ubesa, Trandoshana, aber größtenteils Vikwes, stand in einem Kreis um den Brandherd und hielt sie davon ab. Einer der Bauern durchbrach den Kreis und verschwand in einem der Gebäude. Er kam nicht wieder heraus, nicht solange Damen zusah. Kein Teil seiner Ausbildung entsprach dem, dessen Zeuge er gerade wurde. In seinem Verstand war keine Erinnerung, kein Muster, kein Manöver und keine Lektion abrufbar, die ihm sagte, wie er dieser Sache begegnen sollte. Zivilvorfälle lagen außerhalb seiner Erfahrung. Außerdem waren das hier keine Bürger der Republik, sie waren niemandes Bürger. Seine Ausbildung hatte ihn gelehrt, sich nicht von externen Angelegenheiten ablenken zu lassen, egal wie zwingend sie auch erscheinen mochten. Aber trotzdem verspürte er diesen Drang, der ihm zurief, tu etwas. Aber was? Seine Mission, seine Daseinsberechtigung bestand darin, sich wieder seiner Schwadron anzuschließen und das Nanovirus-Projekt zu vereiteln. Die Deckung aufzugeben, um Zivilisten zu helfen, stand im krassen Gegensatz dazu. Die Separatisten, oder wer immer diese Horde zusammengewürfelter Schläger befehligte, wussten, dass er hier war. Man musste kein Genie sein, um das herauszufinden. Der Sprühflieger war bei der Landung explodiert und dabei war die ganze Sprengmunition hochgegangen, die Damen nicht mehr hatte zusammenpacken können. Die Weekway-Patrouille hatte sich nicht zurückgemeldet, wie es ihre Vorgesetzten wohl erwartet hatten. Jetzt wurden diese Menschen, diese Bauern bestraft und bedroht und das hatte alles mit ihm zu tun. Die Separatisten suchten nach ihm. Vermeidungs- und Rückzugsprozedere. Nein, noch nicht. Damen holte tief Luft, legte sein Gewehr an und nahm einen Ubesa ins Visier. Dann nahm er den Rest der Gruppe aufs Korn, einen nach dem anderen. 8 Feinde, 40 Schuss, er wusste, er konnte jeden einzelnen ausknipsen, gleich beim ersten Mal. Er hielt den Atem an, den Zeigefinger am Abzug. Nur eine Berührung. Wie viele Ziele, die er nicht sehen konnte, mochten noch da unten sein. Er würde seine Position preisgeben. Es geht dich nichts an. Er atmete aus, lockerte den Griff um sein Gewehr und nahm den Finger vom Abzug. Was würde aus seiner Mission werden, wenn sie ihn gefangen nehmen?
In den nächsten 2 Minuten zielte er mehrere Male unentschlossen auf jeden Ubesa, Trandoshana und Vikwe, drückte aber nicht ab. Er wollte es mehr, als er es sich hätte träumen lassen. Es war nicht die einstudierte, antrainierte Reaktion eines Scharfschützen, sondern eine machtlose Wut, deren Ursprung er nicht einmal ansatzweise benennen konnte. Gib deine Position nicht preis. Schieß nur, wenn du das Ziel auch ausschalten kannst. Schieß, bis das Ziel am Boden ist und bleibt. Aber es gab Zeiten, in denen es ein Soldat darauf ankommen lassen musste. Es könnten Bürger der Republik sein eines Tages. Es könnten Verbündete sein, heute. Damen war jetzt weder müde noch hungrig. Sein Puls hämmerte ihm laut in den Ohren und er konnte fühlen, wie sich die Muskeln in seiner Kehle zusammenzogen. Der tief verwurzelte, menschliche Reflex zu flüchten oder zu kämpfen. Flucht kam nicht in Frage. Er konnte nur kämpfen. Er zielte auf den ersten Vikwe, ein sauberer Kopfschuss, und drückte ab. Die Kreatur sank zum Boden und einen Moment lang starrten seine Kameraden auf den Körper, unsicher, was gerade geschehen war. Damon hatte nichts gegen Vikwes. Es war purer Zufall, dass dies schon der dritte war, den er innerhalb weniger Stunden getötet hatte. Plötzlich kam Leben in die Schlägerbande und sie drehten sich alle in die Richtung des Schusses und zogen ihre Waffen. Der erste Blitz traf die Büsche zu Damons Linken, der zweite schoss 3 Meter über seinen Kopf hinweg. Sie hatten sich bereits zusammengereimt, wo er steckte. Damon aktivierte seinen Granatwerfer und schaute durch das Visier, während die Zivilisten in alle Richtungen davonliefen. Die Granate ließ einen Schauer aus Erde und zersplittertem Holz in die Luft fliegen, zusammen mit 4 der 8 Milizionäre. Jetzt hatte er seine Position mit Sicherheit exakt aufgezeigt. Als er aufsprang und den Abhang hinunterrannte, standen die übrigen 4 Gegner zunächst nur da und starrten ihn verwundert an. Er hatte keine Ahnung warum, aber sie standen lange genug wie angewurzelt da, um ihm einen Vorteil zu verschaffen. Ein paar Plasmablitze trafen ihn, aber seine Rüstung schluckte sie einfach, wie einen Schlag gegen die Brust, und er rannte weiter und feuerte eine Partikelsalve nach der anderen ab. Blitze feuerten ihm entgegen wie ein leuchtender, horizontaler Sprühregen. Ein Trandoshaner drehte sich um und rannte davon. Damon erwischte ihn mit einem Schuss in den Rücken, der ihn noch im Fallen mehrere Meter weiter schleuderte. Dann hörte der gleißend weiße Regen auf und er rannte über Leichen. Damon wurde langsamer und hielt an, plötzlich taub vom Geräusch seines eigenen keuchenden Atems. Vielleicht hatten sie es noch rechtzeitig geschafft, über Comlink seine Anwesenheit durchzugeben, vielleicht auch nicht. Die Informationen als solche wäre sowieso nicht besonders nützlich gewesen. Er rannte von Scheune zu Scheune, um zu prüfen, ob noch weitere Gegner da waren. Dass er dabei das Flammenmeer durchquerte, beachtete er gar nicht. Schließlich konnte seine Rüstung und sein Anzug sogar der Hitze eines Waldbrandes widerstehen. Trotz seines Visors hatte er Schwierigkeiten, durch den dichten Qualm etwas zu erkennen, und er bewegte sich schnell wieder ins Freie. Als er auf seinen Arm blickte, dampften seine rußgeschwärzten Panzerplatten. Beinahe hätte er einen Jungen in einem Bauernkittel umgestoßen, der ihn anstarrte. Der Junge schoss davon wie der Blitz. Von Okans Truppen war nichts mehr zu sehen. Damon ging zur letzten Scheune und trat die Tür auf. Sein Suchscheinwerfer erhellte das schwach erleuchtete Innere und traf auf 4 verängstigte menschliche Gesichter. 2 Männer, eine Frau und der Junge, den er eben gesehen hatte, die in einer Ecke neben einer Dreschmaschine kauerten. Seine automatische Reaktion war, seinen Blast auf sie zu richten, bis er sich sicher war, dass es sich nicht um Feinde handelte. Nicht jeder Soldat trägt eine Uniform. Aber sein Instinkt sagte ihm, dass es nur verängstigte Zivilisten waren. Seine Rüstung dampfte noch immer und ihm wurde bewusst, wie furchteinflößend er aussehen musste. Ein dünnes, zitterndes Wimmern war zu hören. Er dachte, es wäre die Frau, aber es schien von einem der Männer zu kommen. Ein Mann, der gerade mal so alt war wie Sergeant Skirata und ihn in blankem Entsetzen anstarrte. Damon hatte noch nie einen Zivilisten aus nächster Nähe gesehen und auch noch niemanden, der so verängstigt war. »Ich werde euch nichts tun«, sagte er.
das eure Farm? Stille, bis auf die Geräusche, die von dem Mann kamen und die er nicht verstand. Hatte er sie etwa nicht gerade vor ihren Angreifern gerettet? Wovor hatten sie solche Angst? Wie viele Truppen hat Okan? Könnt ihr mir das sagen? Die Frau fand ihre Stimme wieder, aber sie klang zitterig. Was bist du? Ich bin ein Soldat der Republik. Ich brauche Informationen, Ma'am. Du bist nicht er? Wer? Okan? Nein. Wisst ihr, wo er ist? Sie zeigte nach Süden in Richtung Imbrani. Da unten sind sie, am Hof, der dem Kirmai-Clan gehört hat, bevor Okan ihn an die Trandoshana verkauft hat. Es sind 50, vielleicht 60 von ihnen. Was werdet ihr mit uns tun? Nichts, Ma'am. Gar nichts. Das schien nicht die Antwort zu sein, die sie erwartet hatten. Die Frau bewegte sich nicht. Er hat sie hergebracht. Sie suchen ihn, sagte der Mann, der nicht wimmerte, und zeigte dabei auf Damen. Wir müssen ihm für nichts danken. Sag ihm, sei still, sagte die Frau und starrte den Mann an. Dann wandte sie sich wieder zu Damen. Wir werden kein Wort sagen. Wir werden nicht sagen, dass wir dich gesehen haben. Geh einfach, raus. Deine Hilfe wollen wir nicht. Damen war auf diese Reaktion völlig unvorbereitet. Man hatte ihm vieles beigebracht. Aber während des beschleunigten Lernens war kein einziges Mal die Rede von undankbaren Zivilisten und deren Rettung. Er drehte sich um, überprüfte an der Scheunentür noch einmal die Lage und rannte los. Von der Scheune zum Gebüsch, zum Zaun und den Hang hinauf, dorthin, wo er seine Ausrüstung gelassen hatte. Es war Zeit weiterzuziehen. Er zog jetzt eine Spur hinter sich her, eine Einsatzspur aus Leichen. Er fragte sich, ob er Zivis, wie Skirata sie nannte, zukünftig auf die gleiche unvoreingenommene Art sehen würde. Er checkte die Chronoanzeige in seinem Visor. Es waren nur Minuten vergangen, seit er aus allen Rohren feuernd den Abhang hinuntergerannt war. Es fühlte sich immer an wie Stunden, endlose Stunden, in denen man nichts sah als das Ziel vor Augen. »Keine Sorge«, hat es Skirata gesagt. Das sind die Stirnlappen, die dicht machen. Ist nur ein Reflex. Du bist aus einer soziopathischen Masse herausgezüchtet worden. Du machst das schon. Du wirst doch weiter kämpfen, wenn normale Männer längst ein Fall für die Klapse sind. Damen war sich nie sicher, ob das etwas Gutes war oder nicht. Aber so war er nun mal und er konnte damit leben. Er lud sein Extrapack auf den Rücken und machte sich auf den Weg zum RV-Punkt. Vielleicht hätte er nicht zu viele Magazine verbrauchen sollen. Vielleicht hätte er die Bauern einfach ihrem Schicksal überlassen sollen. Er würde es niemals erfahren. Und plötzlich durchfuhr es ihn wie ein Blitz, warum die Miliz und die Zivilisten wie angewurzelt stehen geblieben waren, als sie ihn sahen. Der Helm, die Rüstung. Er sah aus wie ein mandalorianischer Krieger. Jeder fürchtete sich vor Gesho Kan. Diese Ähnlichkeit würde sich entweder zu seinem Vorteil auswirken oder ihn das Leben kosten. »Runter!« schrie Atten. Naina warf sich flach auf den Boden und hörte, wie Vieh keuchte, als es ihm den Atem aus den Lungen drückte. Ein Luftgleiter zog trügerisch ruhig summend über sie hinweg. Atten, der in der Deckung eines umgestürzten Baumes kauerte, verfolgte ihn durch das Visier seines Blasters. »Zwei Mann, Tarnung und Sonderbewaffnung«, stellte er fest. »Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die hiesige Bevölkerung sowas fliegt. Jedenfalls nicht mit montierten Kanonen.« Das Summen der Triebwerke verstummte. Naina rappelte sich auf und versuchte dabei, das Gleichgewicht zu halten. Was hätte er nicht für einen Düsenschlitten gegeben oder dafür, die Rüstung ablegen zu können? Die ganze Schwadron war zu schwer beladen und ihre Rüstungen waren einfach nicht dafür geschaffen, mit der Landschaft zu verschmelzen, auch wenn sie auf feindlichem Gebiet den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachten. Schutz gegen Blasterbeschuss, Nervengas und sogar völliges Vakuum. Wenn sie ihr Ziel erreicht hatten, würden sie ihren Zweck erfüllen. Die Rüstungen waren für Keyback-Einsätze gemacht. Kampf in bebautem Gelände. Häuser- und Straßenkampf von der Art, wie ihn die Galaxie zurzeit überall anzubieten hatte.
aber fürs Erste mussten sie das Beste aus diesem malerischen Ausflug Teil ihrer Mission machen. Er war müde, das waren sie alle. Nicht einmal die tierische Panik, die durch das Risiko des Entdecktwerdens aufkommt, konnte das verhindern. Sie mussten schlafen. Niner zog seinen Datenblock zu Rate. Sie waren immer noch 10 Klicks von RV-Beta entfernt und es war Mittag. Es war wesentlich einfacher, sich bei Nacht zu bewegen. Deshalb wollte er weitermachen und es bis zum Nachmittag zum RV-Punkt schaffen. Dann erst einmal hinhauen, bis es Nacht wurde. Wenn Damon es geschafft hatte, und vielleicht hatte er das ja gar nicht, aber Niner war zu allem entschlossen, würden sie auf ihn warten. »Er kommt zurück«, sagte Etten. »Alle Mann runter!« Das ruhige Dröhnen unterbrach Niners Berechnungen. Der Luftgleiter flog aus nördlicher Richtung auf sie zu. Sie erstarrten. Schlamm verschmiert, wie sie waren, konnte man sie aus dieser Höhe nicht sehen. Hofften sie zumindest. Diese Reaktion war keine bloße Verhaltensweise, die man ihnen in der Ausbildung beigebracht hatte. Luftüberwachung war besonders bedrohlich. Niner erinnerte sich an einen kaminoanischen KE-8-Vollstrecker. Das Schiff war über dem Ausbildungsgelände von Tipoca City geschwebt, allzeit bereit, jeden mangelhaften Klon, der sich nicht einordnete, herauszupicken. Und zu disziplinieren. Sie waren mit Elektroschock-Vorrichtungen ausgestattet gewesen. Nur einmal hatte er einen KE-8 in Aktion gesehen. Danach hatte er besonders hart daran gearbeitet, sich anzupassen. Die suchen alle Planquadrate ab, vermutete Etten. Er entwickelte sich zu einem hervorragenden Speer. Aus irgendeinem Grund war er mit seiner Umgebung stärker verbunden als Vieh oder sogar Niner selbst. Sie arbeiten sich vom Zentrum aus vor. Dem Zentrum von was? Fragte Vieh. Niner dachte nicht mehr an Erschöpfung. Man lässt keinen seiner Kameraden zurück. Wenn er uns nicht gesehen hat, hat er Damen gesehen. Oder das, was von ihm übrig ist. Klappe, Etten. Was hast du für ein Problem? Ich bin Damen gewesen, sagte Etten. Mehr sagte er nicht. Niner fand, dass jetzt nicht die Zeit war, nach einer Erklärung zu fragen. Die Triebwerke waren über ihnen. Dann wurde das Dröhnen etwas dumpfer und leiser, schwoll aber schnell wieder zu voller Lautstärke an. Er kreist, registrierte Etten. Vierfeck, fluchte Niner leise und alle drei griffen gleichzeitig nach ihren Panzergranaten. Was hat er gesehen? Vielleicht gar nichts, schätzte Vieh. Vielleicht aber auch uns. Sie schwiegen. Der Luftgleiter kreiste tatsächlich. Außerdem flog er jetzt tiefer und bewegte sich in Höhe der Baumwipfel. Niner konnte seine Zwillingskanonen sehen. Sein Helm registrierte keine Zielerfassung, die ihn ins Visier genommen hatte. Aber das bedeutete nicht, dass dem nicht so war. Man konnte sich nicht auf die Technik verlassen. Die beste Ausrüstung ist das Auge. Das war der erste Rat gewesen, den Skirata ihm gegeben hatte. Beschleunigtes Lernen war schön und gut, aber jedes Wort aus dem Mund eines Mannes, der bereits in echten Einsätzen gekämpft hatte, hinterließ einen stärkeren Eindruck. Niner legte seinen Blaster an und spähte durch das Visier, wobei er sich darauf verließ, dass man bei Blastech Industries auch wirklich dafür gesorgt hatte, dass die Linsen nicht reflektierten. Wäre dem nicht so, würde er es auf die harte Tour erfahren. Er konnte sehen, wie sich die Sonne auf der Schutzbrille des Piloten spiegelte. Der Kanonier war ein Droide. Er fragte sich, ob sie sich wohl verwundbar fühlten, so ganz ohne Panzerschilde, während ihre Köpfe als erstklassiges Ziel vom Sonnenlicht umrissen wurden. Er kam zu dem Schluss, dass sich wahrscheinlich niemand verwundbar fühlte, der mit ein oder zwei Kanonen aus solcher Höhe herabblickte. Der Rumpf neigte sich über ihm und drehte sich langsam. Daraufhin zog er wieder ein ganzes Stück über die Bäume, als wollte der Pilot einen bestimmten Punkt in seinem Blickfeld fixieren. Das war kein Zufall. Niner hielt seinen DC-17 auf das Hauptantriebssystem gerichtet. Dann leuchtete ein rotes Symbol in seinem Visor auf. Das Ding hatte ihn im Visier. Er drückte ab. Die gleißend weiße Explosion war so hell, dass sein Visor komplett abdunkelte und die Druckwelle traf ihn wie ein Vorschlaghammer.
Er rappelte sich auf und rannte los. Wie er es schaffte, mit 50 Kilo Gewicht auf seinem Rücken zu rennen, würde er nie erfahren. Aber Adrenalin wirkte eben manchmal Wunder. Sein Instinkt befahl ihm abzuhauen, bevor die Trümmerteile auf ihn herabregneten. Rüstung und Anzug konnten zwar viel aushalten, aber sein tief verwurzelter menschlicher Instinkt schrie einfach: Hau ab! Als er anhielt, hatte er trotz des kniehohen Gestrüpps im Unterholz 100 Meter geschafft. Er keuchte wie ein Mott und der Anzug lief auf Hochtouren, um ihn abzukühlen. Hinter ihm loderte ein Feuer mit kleineren Flammen, die darum verteilt waren wie Schößlinge um einen Baum. Er drehte sich um und hielt Ausschau nach Vieh und Etten. Sein erster Gedanke war, er hätte den Gleiter auf sie stürzen lassen. Musste das sein? Vieh stand direkt neben ihm. Er hatte ihn über das Geräusch seines eigenen Atems nicht gehört. Er hatte mich im Visier, verteidigte Niner sich. Er war erleichtert, fühlte sich aber auch schuldig, ohne genau zu wissen warum. Ich weiß, ich habe deinen Deze losgehen sehen und dachte, ich mache mich besser aus dem Staub, bevor ich einen Gleiter als Hut trage. Etten? Kann ich nicht hören. Das hatte nichts zu bedeuten. Das Kurzstreckenkommen war nur auf 10 Meter eingestellt. Etten konnte überall sein. Niner kannte ihn noch nicht gut genug, um seine Bewegungen einzuschätzen, obwohl er schon eine ganze Weile über dieses Thema nachgedacht hatte. Jetzt sorgte er sich, dass er, der Sergeant, der Mann, dem sie sich als Anführer anvertrauten, losgelaufen war, ohne an sie zu denken und darüber, dass sie es wussten. Das wird ein schönes Positionszeichen abgeben, sagte Vieh und sah sich dabei die Rauchsäule an. Sie war über eine weite, weite Strecke sichtbar. Was hätte ich denn machen sollen? Rumliegen und meine Kanonensalve einfangen? Nein, Sarge, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass sie einen Doppeltreffer landen. Er lachte. Schauen wir besser nach, ob jemand überlebt hat. Dafür bestanden nur geringe Chancen, aber Gleiter konnten manchmal erstaunlich robust sein. Niner und Vieh gingen durch den Rauch zurück, blaste ein Vorhalte. Über dem Ort der Verwüstung lagen Druidenteile verstreut und es sah so aus, als würde ein Teil der Gesichtspartie erstaunt auf die Rauchwolke starren. Die können anscheinend nicht viel einstecken, sagte Vieh und trat mit seinem Stiefel dagegen. Etten, Vieh hier. Bist du da? Over. Stille. Vieh hielt sich den linken Handschuh ans Ohr. Niner fragte sich, ob er jetzt zwei Männer in ebenso vielen Tagen verloren hatte. Etten hier, over. Etten trat aus dem Rauch. Er schleppte sein Extrapack sowie einen Metallklotz, aus dem Kabel und Stecker heraushingen. Es sah aus wie der Bordcomputer des Gleiters. Der Pilot konnte auch nicht viel einstecken, lästerte er. Kommt, helft mir, das wieder festzumachen. Vieh und Niner mussten das Pack zusammen anheben, um es wieder an seine Rüstung zu befestigen. Noch ein paar Tage zuvor hätte das einer von ihnen mit links geschafft. Erschöpft wie wir sind, sind wir nicht sicher, dachte Niner. Es wird Zeit, hier wegzukommen und auszuruhen. Vielleicht kann ich aus diesem Ding etwas herausbekommen, sagte Etten und deutete auf die verkohlte Metallbox in seiner Hand. Niner bemerkte, dass zum ersten Mal so etwas wie Vergnügen in seiner Stimme lag. Etten schien mit Ausrüstung besser zurechtzukommen als mit Menschen. Einen Versuch ist es wert. Niner übernahm die Führung und sie kämpften sich ins Unterholz vor. Er blickte zurück in der Hoffnung, die Flammen würden langsam verlöschen. Sie hatten keine Chance, einem ausgewachsenen Waldbrand zu entkommen. Aber vielleicht war das ja ihr geringstes Problem. Und wenn Damen am Leben und in der Nähe war, würde er das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Niner hoffte, er würde darin ihre Handschrift erkennen. Die Schwadron hatte jetzt eine ganze Reihe verräterischer Zeichen des Gefechts in der verschlafenen ländlichen Gegend hinterlassen. Gewollt oder ungewollt, Kilura war jetzt in einen Krieg verstrickt. Du bist ein Dekut, sagte Hokan. Er nahm seinen Helm ab. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von dem des Ubesers entfernt und er wollte ihm in die Augen schauen. Als Spezies neigten sie nicht dazu, vor Angst zu zittern. Aber dieser hier gab sich alle Mühe, eine Ausnahme zu machen. Was bist du? Flüsterte er.
Bin Dekut, Sir. Und du kannst mich auch für einen Dekut aussehen lassen. Sowas gefällt mir gar nicht. Hokan hatte seine gesamte Führungsriege in einem Raum versammelt. Er rief sich ins Gedächtnis, dass der Raum eigentlich ein nicht mehr benutzter Schuppen für die Merlischur war. Und seine Lieutenants waren die 20 am wenigsten verblödeten Typen, die er aus dem kriminellen Auswurf, der von der Kloake der Gesellschaft nach Kilura gespült worden war, noch hatte auswählen können. Es enttäuschte ihn, dass die Neimoidianer so viel für die Kommunikationssicherung ausgaben und so wenig für gutes Personal. Ein paar Credits mehr und er hätte sich genau die kleine Armee kaufen können, die er brauchte. Der Obese, Kailch, stand regungslos in der Mitte des Raumes, während Hokan um ihn herumging. Vielleicht war es auch eine Frau. Bei diesen Obesern konnte man das ja nie genau sagen, aber Hokan vermutete, dass es ein Mann war. Eigentlich hatte er keine Obese anstellen wollen. Sie waren unberechenbar und manchmal sehr gerissen. Aber nur wenige Söldner wollten überhaupt auf Kilura arbeiten und diejenigen, die es taten, fanden schlichtweg nirgends sonst einen Job. Meistens, weil sie ein Vorstrafenregister hatten, vor dem sogar ein Hutt zurückgeschreckt wäre. So stand er also hier und zahlte ihnen so viel er konnte, nur weil Ankit nicht genug locker machen wollte. Hokan war am Verzweifeln. Und wenn er über die beruflichen Anforderungen ins Verzweifeln geriet, griff er gerne zu extremen Nachhilfemethoden, um das Team wieder auf Trab zu bringen. »Du hast also wieder eine Farm angesteckt?«, fragte er. »Es war eine Warnung, Sir, für den Fall, dass Sie auf dumme Gedanken kommen. Sie wissen schon, Leute verstecken und so.« »So funktioniert das aber nicht.« Hokan lehnte sich an eine Tischkante und starrte mit verschränkten Armen in das anonyme, maskierte Gesicht. Er mochte keine Leute leiden, deren Augen er nicht sehen konnte. Zuerst warnt man sie. Wenn sie gegen die Regeln verstoßen, dann bestraft man sie. Wenn man sie bestraft, bevor sie die Regeln brechen, haben sie nichts mehr zu verlieren. Und dann hassen sie dich und sie wollen sich rächen und ihre gesamte Brut ebenso. Ja, Sir. Habt ihr das verstanden? Hokan sah sich unter der versammelten Mannschaft um und breitete die Arme aus, als wolle er zu einer Lehrstunde einladen. Hat das jeder verstanden? Ein leichtes Murren ging durch die Gruppe. Hat das jeder verstanden? Knurrte Hokan. Was sagen wir, wenn uns ein Offizier eine Frage stellt? Ja, ja, Sir, ertönte es fast im Chor. Gut, sagte Hokan leise. Er stand wieder auf, dann nahm er Foliers Lichtschwert, schaltete es ein und ließ die Klinge durch den Hals des Obesers gleiten, sodass der Kopf abfiel, unblutig, lautlos und sauber. Plötzlich herrschte absolute Stille. Die Mannschaft war schon vorher leise gewesen, aber man konnte immer noch die beiläufigen Geräusche hören, die Leute nun mal machen, wenn sie eine eintönige Lehrstunde ertragen müssen. Jetzt war nicht einmal mehr das leiseste Schlucken, Räuspern oder Seufzen zu hören. Sie wagten nicht einmal zu atmen. Er blickte hinab auf den Leichnam und dann auf seine dunkelgraue Uniformhose. Völlig sauber, kein Blut. Dieses Lichtschwert gefiel ihm immer besser. Er setzte sich wieder auf die Tischkante. Das, sagte Hokan, war die Strafe für Kailch. Und für den Rest von euch ist es eine Warnung. Ist der Unterschied jetzt klar? Das ist sehr wichtig, wisst ihr? Ja, Sir. Diesmal waren deutlich weniger Stimmen zu hören und sie zitterten. Dann geht und findet unsere Besucher. Und du, Mukit, räum diese Sauerei weg. Du bist Obese. Du weißt am besten, wie man die Oberreste beseitigt. Die Gruppe begann, der Reihe nach hinauszugehen. Und Mukit beugte sich über den säuberlich zerteilten Körper von Kailch. Als sein Vikwe-Oberlieutenant durch die Tür schlüpfen wollte, packte Hokan ihm am Arm. »Gudanai, wo stecken dein Bruder und sein Freund?«, fragte er. »Sie sind bei den letzten beiden Mahlzeiten nicht aufgetaucht und haben sich nicht von der Schicht abgemeldet.« »Ich nicht wissen, Sir.« »Verdienen Sie sich zusammen mit diesem Trandoshaner ein paar Credits? Ein bisschen freiberufliche Sklavenarbeit?« »Sir?« »Ich muss das wissen, um herauszufinden, ob Ihnen vielleicht etwas Ungewöhnliches zugestoßen ist.«
Gutanai, der sich zweifellos daran erinnerte, was Hokan mit ihm gemacht hatte, als er das Bauernmädchen gejagt hatte, bewegte lautlos die Lippen. Dann triumphierte seine Stimme über seine Furcht. »Nicht gesehen, Sir, gar nicht, nicht seit gestern, ich schwören. Ich habe dich also als meine rechte Hand ausgewählt, weil du es annähernd schaffst, dich in wenigen Silben auszudrücken. Sir, das macht dich zu einem Intellektuellen unter deinesgleichen. Lass mich nicht an meinem Urteil zweifeln. Hab ihn nix gesehen, Sir, ehrlich, nix. Dann geh die Route ab, auf der sie patrouilliert sind, und sieh zu, was du herausfinden kannst.« Hokan griff über den Tisch und zog den Elektroschocker hervor. Es war nur ein Landwirtschaftswerkzeug, um Herden zu treiben, aber es funktionierte auch bei den meisten nicht-tierischen Spezies. Gutanai beäugte ihn ängstlich. »Genau deswegen dulde ich kein ungebührliches Verhalten wie Diebstahl und Trinken. Wenn ich mir über den Verbleib von jemandem im Klaren sein muss, kann ich es nicht. Brauche ich Geldmittel, sind sie bereits ausgegeben. Wenn es um Kompetenz geht, ist meine Mannschaft abgelenkt.« Er drückte dem Vicry den Schocker in die Achselhöhle. »Die Republik hat sich hier eingenistet. Wir wissen nichts über die Größe ihrer Streitmacht, aber wir haben einen Gleiter verloren. Und beim Brani klafft ein Riesenkrater. Je mehr Info ich kriege, desto besser kann ich die Bedrohung einschätzen und damit umgehen. Verstanden?« »Ja, Sir.« Hokan senkte den Schocker und der Vicry stürmte mit neu entflammter Begeisterung für seine Karriere zur Tür hinaus. Hokan war stolz auf seine Motivationskünste. »Es hat begonnen«, dachte er. Er schloss sich in seinem Zimmer ein und schaltete die Comlink-Schirme an. »Sie kommen, um Killura einzunehmen.« Hokan hatte eine gewisse Vorstellung davon, welche Art Geschäft Ankit mit den Separatisten ausgehandelt hatte. Aufwendige Bauarbeiten waren ausgeführt worden, um einen Getreidesilo in eines dieser Gebäude zu verwandeln, in denen die Türen dreifach gesichert waren und die Wände durch extreme Hitze sterilisiert werden konnten. Dann hatte er sich darum kümmern müssen, aus dem Pöbel, den er beschäftigte, annehmbare Leibwächter zu machen, weil ständig wichtige Wissenschaftler der Separatisten ein- und ausgingen und die Neimoidianer an jeder Ecke eine Verschwörung witterten. Und damit lagen sie nicht immer falsch. Dann kam der Jedi nach Imbrani und auf einmal passte alles zusammen. Genau wie die Ankunft der Republiktruppen auf dem Planeten. Hier gab es ein militärisches Ziel. »Aber ich bin meines Vaters Sohn. Ich bin ein Krieger.« Hokan fragte sich, ob alle zerrissenen Kulturen unfähig waren, voranzukommen. Dazu verdammt, nur den vergangenen Ruhm zu durchleben. »Ich kämpfe lieber gegen einen würdigen Gegner, als Bauern einzuschüchtern, die nicht den Mumm haben, für sich selbst einzustehen.« Ordentlich kämpfende Soldaten verlangten natürlich auch einen höheren Sold. Und je höher der Sold, desto schneller wäre er weg von diesem Planeten und auf dem Weg nach irgendwohin. Für ihn gab es keine Heimat mehr und es waren nur noch wenige seiner Art übrig. Aber die Dinge konnten sich ändern. Ja. Eines Tages konnten sie das ja wohl. Hokan lehnte sich in seinem Stuhl zurück und ließ sich von dem Geschnatter der Comlinks berieseln.